Im Haus des Waldes in Hundesburg soll die Ausstellung modernisiert werden. Dazu hat Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert einen Fördermittelbescheid über 400.000 Euro übergeben. Die Ministerin hatte im vergangenen Jahr die Schirmherrschaft über das Projekt zum Umbau übernommen. Ja, im Haus des Waldes, das ist ja für uns eine wichtige umweltpädagogische Einrichtung, wo gerade auch junge Menschen viel über den Wald erfahren können. Da gibt es eine Ausstellung, aber die ist natürlich schon etwas in die Jahre gekommen. Und vor einem Jahr wurde ich mit der Idee konfrontiert, die Ausstellung komplett neu zu machen mit einem tollen Konzept. Ich war richtig begeistert, habe gerne die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen, weil es wird eine moderne Ausstellung mit Digitalisierung, wo man mit unterschiedlichen Perspektiven auf den Wald guckt, also die Naturschützerin, der den Wirtschaftswald im Auge hat und natürlich auch unsere Touristen. Und das ist ein richtig tolles Konzept. Man kann sich im Prinzip, wenn man diese Ausstellung betritt, aussuchen, ob man das Ganze aus der Perspektive eines Holznutzers, eines Naturschützers oder eines Erholungssuchenden machen möchte. Und wir haben auch eine Waldkulisse dort aufgebaut, aber je nachdem, von welcher Seite man die betrachtet, findet man dort ja die Fakten oder auch die Waldbilder, die für den Naturschützer besonders relevant sind oder ihn besonders ansprechen. Aber man sieht auch die Kehrseite, man sieht den gleichen Baum, den gleichen Sachverhalt von einer anderen Perspektive, auch mit den entsprechenden Fakten. Und es wird so sein, dass nicht alles immer ganz klar ist, was jetzt nun besser oder richtig oder falsch ist, sondern werden am Ende jedem die Möglichkeit geben, seinen eigenen Wald in Anführungsstrichen zu bauen mit seinen Schwerpunkten, wo er sagt, das ist mir wichtig, ich will besonders viel Naturschutz haben, ich möchte meinetwegen vom Wald leben. Und wir werden in einer Art Kokon auf einer zweiten Ebene in der Ausstellung einen Raum haben, wo man seine Interessen dann halt wichten kann und auch abwägen kann mit anderen und dann auch sehen kann, zu was für ein Wald würde der führen. Und was erhoffen Sie sich als Ministerin von diesem Projekt? Sie sagen, es ist ganz toll, Multimedia, ja, super, aber was ist denn so jetzt das Ziel? Nein, das Ziel ist sozusagen, die Benutzer der Ausstellung, was ja vorwiegend junge Menschen sein werden, für die unterschiedlichen Perspektiven des Waldes zu sensibilisieren. Wir erleben das ja heute zum Beispiel, dass ganz oft Menschen sagen, ja, und dann sind da diese großen Maschinen durch den Wald gefahren und die machen den Wald kaputt. Das ist sozusagen der Wald als Wirtschaftswald und das ist natürlich ganz wichtig, dass es das auch gibt und dass zum Beispiel Menschen mit so einer Einstellung dann da reinkommen und dann werden die mit den anderen Perspektiven konfrontiert. Diese Ausstellung ist mit diesem Konzept durchaus anspruchsvoller und spricht auch Themen an, die für jene Erwachsenen relevant sind. Also der Konfliktfeld, den es im Wald gibt, den gibt es in sehr zugespitzter Form, beispielsweise auch beim Wolf. Das kennen wir aus dem politischen Tagesgeschäft. Und wir beobachten, dass ganz viele Erwachsene sich da angesprochen fühlen, weil wir haben ein Wolfsmodell. Und wir denken, dass wir mit diesem Konzept, was wir dort haben, auch langfristig aktuell bleiben und dann eine große Zahl von Erwachsenen auch dauerhaft bei uns mehr als Besucher etablieren. Also dieser Perspektivenwechsel und damit die Sensibilisierung für die vielen verschiedenen Funktionen des Waldes, ich glaube, da kann die Ausstellung eine super Hilfe sein. Die finanziellen Mittel stammen aus dem sogenannten PMO-Fonds, also aus dem Vermögen der Partei- und Massenorganisationen der DDR.